So. Den auch noch. Sehr gut. Passt. Also ich war ja schon einmal in Venedig in meinem Leben. Und ganz ehrlich, erstens, dort fahren keine Autos herum natürlich. Und zweitens, in Venedig sieht es nicht wirklich so aus. Also man erkennt es schon wieder. Aber es sieht wirklich überhaupt nicht so aus. Es ist schon niedlich gestaltet, aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Assassin's Creed 2 hat es sehr gut getroffen. Da hat man echt das Gefühl, man ist in Venedig. Assassin's Creed hat es 2 hat es absolut getroffen. Nur dieses Spiel nicht so. Aber naja, es passt schon. Ich sag nichts dazu. Ist schon in Ordnung. Man kennt es wieder. Und obwohl das ist echt uralt ist, das Spiel. Die Entwickler haben das wirklich sehr hübsch gestaltet. Ich kann echt nichts dagegen sagen. Und ja, wir sind wieder einmal nicht letzter, weil irgend so ein blödes Auto nicht kapiert, wo man hinfahren muss. Hab ich hier genommen? Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus. und jedes Mal schon im zweiten Part habe ich das geschafft. Oh. Naja, 471, das ist echt viel Kohle. Wenn das nochmal so gut geht in der nächsten Runde, dann müssen wir das ja nur noch einmal oder so spielen. Unsere Flammenkarre. Oh, das tut mir echt leid, dass ich echt heute so demotiviert bin. Und nicht zu sagen pflege. Mir gefällt der Soundtrack langsam immer besser. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Mir zeigt es auf jeden Fall nur eines. Und zwar, dass man sich offenbar auch an ganz schlecht billig komponierte oder produzierte Musik gewöhnen kann. Was ich damit sagen möchte ist, das ist vielleicht der Grund, warum Pop so beliebt ist. Definitiv nein. Viel Zeit, oh, sehr gut. So, nochmal das Level hier. Obwohl, ich bin es jetzt schon fast ein wenig überdrüssig, aber ich probiere es nochmal. Also, erste Runde ist immer die härteste. Obwohl, weil wir mich immer alle crashen und sobald man nur ein ganz kleines Stückchen. Yes! Nein! Wie? Jedes Mal, Alter, jedes Mal. Ist der. Ich verstehe solche Dinge nicht. Wie sind die nur so schnell? Egal. Das passt. Und dieses Mal probiere ich in beiden Runden echt schnell zu sein, weil jedes Mal machen die jetzt noch eine Runde einfach so. Für wahrscheinlich gar nichts. Ach, und da war auch noch ein 20er. Haben die ihn wohl weggeschnappt. So, weiter geht's. Der Zeiger ist direkt hinter uns. Kling, 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 kling. Da fahren wir einfach voll krass rein. Was keine gute Idee war. Jetzt, nein, jetzt klappt das alle Punkte. Verdammt. Nein. Oh, ich dämlicher Volltrottel. Nein.
Nein, ich. Jedes Mal. Das Geld dort auf der Seite. Das sammle ich ab heute nur noch. Wenn ich in der letzten Runde bin, weil der klaut uns jetzt alle Punkte. Oh nein. Sogar den 20er hat er sich geholt. Egal. Dieser elende Hurensohn. Ah, nur wegen diesem blöden Stuhl bin ich aufgeklappt und aufgesessen und dann. Manchmal habe ich echt das Gefühl, die anderen Karren, die haben, sind schwerer als ich oder so. Dass die mich ständig von hinten rammen können. Naja, dann wird die Ausbeute in dieser Runde eben nicht so groß. Naja, sei es drum. Komm schon. Da haben diese verblödeten Kinder noch eins übersehen. Aber das ist unglaublich. Der hat uns echt jetzt. Das hat uns so viele Punkte geklaut. Alter, regt mich das jetzt auf. Nur weil ich dort reingefahren bin. Wir hatten den gehabt. Wir hatten den echt gehabt. Naja. Ja, natürlich, jetzt sind alle Punkte weg. Oh, wir haben erst 4.600. Oh Mann. Ja, jetzt dürfen wir in die Slam noch doch noch ein paar mehr fahren, als ich das geplant hatte. Selbst im 20er, hier haben sie mir genommen. Wie haben die denn das geschafft? Naja, jetzt gilt es, Durchhaltewille zu sein. Genau hier. Naja. Nein, nein, nein. Oh, Glück gehabt. 250. Also, ich hab. Also ab jetzt fehlen uns nur noch 500 Punkte bis zur roten Karre. Bis zur Flammenkarre, also zum Flammen-Cooper. Cooper ist der Name aus dem Cooper S, woraus ich wohl dieser Name zusammensetzt, oder die Idee zu diesem Namen. Austin. Kann das ja aussprechen, wie einem das beliebt. Und die Karre hat uns echt überholt. Das gibt's doch nicht. Ah ja. Haben wir, sehr gut. Oh, das ist eine echt lahme Runde. Ohne viel Ausbeute. Nur weil ich die Punkte an der Seite holen wollte. Mache ich nie wieder. Ich merke mir das jetzt für ein für alle Mal. Die Punkte dort niemals holen. Weil. Da ist gar niemand. Und ja, ich weiß, ich bin heute nicht so motiviert zum Plappern. Und die Bäume hier fliegen in der Luft. Für all denen es noch nicht aufgefallen ist. Das sind Uri Geller Bäume. Ah, jetzt sehe ich aber noch was. Hier kann man einfach ins Wasser. Die haben in diesem Land so viel No-Collide vergessen. Die sind so diese dämlichen Trottel. Ja, klar. Komm schon. Sehr gut.
Oh, ein echt jämmerliches Level. Oh, bin ich jetzt schlecht. Wirklich, wirklich jämmerlich. Meinerseits. Tut mir leid. Tut mir so leid. Oh mein Gott. Dass es so kommen musste. Das verzögert das jetzt. Ungemein. Naja. Oh, der andere ist längst über alle Berge. Naja. Wir haben die dritte Runde, ist uns ja gewiss. 370. Ist ja nicht so schlecht. Passt eigentlich. Vorne ist noch so ein Spaß. Ich glaube, das ist der Jack. Ja, aber das ist natürlich im Ziel. Wie kann so etwas sein? Wie konnte das mich jetzt so auf die Seite spicken? Wie kann so etwas sein? Verstehe ich nicht. Wo bin ich angekommen? Und die Kisten sind auch unzerstörbar. Oh, letzter, aber immer noch die meisten Punkte. Continue mit Shift. Weiter geht's. Oh! 4600! Nein, oh mein Gott, jetzt. Jetzt brauchen die nur noch 400 in dem Tiger. Und jetzt haben wir ein anderes Level. Wir machen noch das Level hier. Damit wir wenigstens noch ein wenig Abwechslung haben. Und weil ich echt voll die Nerven nicht mehr habe, mich die ganze Zeit mit den Spasten, die so crush, diesen verblöden Puck. Gleich den 20 abholen. Sehr gut. Ist zwar ein echt langes Level, aber gibt verdammt viele Punkte. Sehr gut. Ich glaube, den Golden holen wir uns einfach dann in der letzten Runde oder so. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich einfach zu früh abgebogen bin. Oh mein Gott, ich Vollidiot, habe ich das nie geschafft. Die 20er holen wir uns dann auch noch. Da, sehr gut. Okay, dann haben wir übersehen. Nein! Hm. Naja, egal. Oh, die sind sehr dicht auf den Fersen. Jetzt können die das auf einmal wieder. Und das ohne zu crashen. Diese NPCs sind mir ein absolutes Rätsel. Absolute Profis zum einen und komplett verblödet zum anderen. Wie kann so das sein? Ich verstehe das nicht. Ich möchte die ja dann mal sehen, wenn die auf, wie die wohl fahren, wenn die auf Hardcore sind. Die sich dann immer noch so crashen die ganze Zeit oder die absolut keine Fehler mehr machen. Das will ich nicht bewegen. Nein. Ach, verdammt nochmal. Egal. Weiter. Wieso sind die? Das verstehe ich nicht. Hoffentlich, jetzt machen sie dann hoffentlich hier gleich einen Unfall. Oh, ich mache einen Unfall. Der rote, verdammte. Wieso sind wir die? Sind einfach so auf den Fersen. Wie machen die das? Die sind sonst nie so nah. Jetzt können sie es auf einmal. Naja. Schaffen die in diesem Level überhaupt 400? Naja, und wenn schon nicht, dann fahren die noch ein anderes Level. Oh. So. 200, die Hälfte haben wir geschafft. Schon bald haben wir echt den roten, ich glaub's. Denn die Flammenkarre, ich glaub's was nicht. Ich bin echt aufgeregt. Boah, wir haben das geschafft. Und diese blöden Möwen die ganze Zeit. Ich bin mal durchgefahren, wo die gleich gespawnt sind. Dann sind sie nicht losgeflogen. Ich hatte die einfach überfahren. Aber das sind ja No-Clip-Möwen. Passiert schon nichts.
Die haben sich einfach überlegt, die Evolution ist bei denen schon so weit, die können nicht mehr überfahren werden. Irgendwann mal war eine Möwe da mit einer gewissen Genmutation, sodass sie, dass es ihr nicht mehr möglich war, getroffen zu werden von Autos. Sie kommt einfach hindurch. Und er ist offenbar überfordert hier. Aber das ist zu unserem Unglück. Oh, und die Punkte hier haben sie offenbar noch nicht. Die auch noch nicht. Sehr gut. Ha, wir sind wieder in Führung. Aber erst 273. Wird eng. Wird eng, wenn wir noch 450 brauchen. Oder nur 400, glaube ich, brauchen wir. Ja, Tigers TP. Tigers TP. Für was steht wohl TP vor? Natürlich für Teleport. Kann sich porten. Also gibt es so einen Knopf auf der Tastatur, wo der sich porten kann. Und jetzt holen wir uns den, bevor ich den wieder vergesse. Wir sind Zweiter. Der Rote. Wie macht er das? Das ist uns so dicht auf den Fersen, Alter. Wie macht er das? Aber ich fahre dem jetzt einfach ein wenig hinterher. Mal gucken, ob der irgendwann mal einen Fehler macht. Der muss irgendwann mal einen Fehler machen. Und wenn er den macht, dann bin ich da und überhole ihn einfach. Komm schon, fahr doch. Hä? Wie war denn der? Bremst? Ja, jetzt hat mich der auch noch überholt. Ist okay, so weit, so gut. Bremsen die ganze Zeit. Ja, da drückt der noch. Passt. So. Jetzt noch dritte und letzte Runde noch kurz durchrushen, so schnell wie es geht. Und dann uns die Brandkarre holen. Den Brandcooper. Es ist die Karre, aber der Cooper. Das und das Auto. Also wie ist auch die Cooper? Oder das Cooper? Das Austin S. Cooper, das Auto. Oder wenn es die Karre ist, dann ist es die Cooper. Interessant. Aber ich denke, Cooper ist ein Männername. Darum ist es der Austin S. Cooper. Der Cooper und nicht das Cooper oder die Cooper. Ich habe irgendwie Angst, dass ich noch was übersehen habe oder so. Aber nein, ich glaube, es ist schon alles. Wer baut denn die Röhren so hin? Welcher unfähige Architekt? Sowieso die Tatsache, dass man ein Bonuslevel macht. Sollte man nicht erwarten, dass ein Bonuslevel am Ende des Spiels erscheint und nicht in der Mitte. Und wieso nennen die das Bonus? Haben die das jetzt einfach nur so Spaß entwickelt oder was? Das verstehe ich nicht, wieso das ein Bonuslevel sein soll hier. Oh. Und das Einzige, was in diesem Spiel glänzt, sind die Cooper. Es reflektiert selbst die Röhren. Also ich habe jetzt ja erwähnt, dass ich glaube ich ein wenig noch an den Einstellungen herumgeschraubt habe. Darum gibt es jetzt... Es gab ja auch so eine Art Shader. Aber den Shader, den habe ich wieder ausgeschaltet und das hat so komisch geglänzt. Hat mir nicht gepasst im zweiten Part. Hat mir nicht gepasst. Dann habe ich den einfach rausgeschaltet. Ich bin jetzt gespannt, wie viele Parts jetzt aus dieser einen Aufnahmesession werden. Ich weiß nicht mal, wie lange ich zocke. Ich mache einfach ab und zu mal einen Cut. Ich hoffe, ich kann das dann irgendwie so in 15 Minuten Parts hineindrücken. Wird schon passen. So, ich hoffe jetzt, wir haben echt genug Kröten eingesammelt, dass das passt. Hinter uns ist weit niemand, okay. Sehr gut. Da vorne ist der Ausgang.
Passt. Sehr gut. Und wir sind erster, meiste Punkte, beste Zeit der... Wir haben alle Punkte außer 5 und die haben alles abgesagt. In diesem Level geht es 380 Punkte maximal. Ich glaube, das haben wir aber schon mal ausgerechnet. Nicht wiederholen und jetzt. Yes! Er ist unser. Yes! Firecrest. Firecrest ist unser. Sehr gut, das passt doch. Also gut, dann kann es ja weitergehen. Oder nein, wisst ihr was? Ich mag gerade nicht mehr. Ich habe mein Ziel alle erreicht. Das sind jetzt quasi die Überspringparts, weil wir einfach nur Geld gesammelt haben, dass wir die letzte Karre, die den Firecrest, Firecrest, ich denke, Fire und Sea und Rest und Fire, Sea, Rest, Firecrest, irgendwie sowas. Ihr wisst schon, was ich meine. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt diese Aufnahmesession nur gemacht, damit wir noch eben die Kröten für den Firecrest aufbringen können. Jetzt ist er unser, darum mache ich jetzt einen kleinen Stopp, einen Punkt und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt mir hoffentlich treu und enjoy the life.